Hallo und herzlich willkommen. Ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln schon bei der Anrede. Wir haben es, glaube ich, schon das dritte Mal gedreht, weil das Thema heißt nämlich heute vertikale Spreads oder nackt. Also keine nackten Tatsachen, sondern heute geht's darum, vertikale Spreads oder nackte Optionen. Was ist besser? Was sind Vor- und Nachteile? Jetzt im Video. Also ich kann euch beruhigen, ja, alle, die jetzt geklickt haben hier, weil sie denken, ich ziehe mir das Hemd aus. Nein, 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 das ist ja kein Fitnesskanal hier, sondern hier geht es nach wie vor um Optionen. Und heute greifen wir allerdings mal wieder eine Frage aus unserer Facebook-Gruppe. Und zwar, ihr wisst, wir haben ja eine sehr, sehr große Facebook-Gruppe, die Optionshändler. Und da gab es eine Frage, ich blende euch das hier mal ein, wo jemand gefragt hat, ob man denn nicht so Ideen, die man hat für ein großes Konto, also wir handeln ja im Optionsbrief zum Beispiel ein Konto, was wir mal mit 25.000 angefangen haben, wo wir hauptsächlich Future-Optionen handeln. Wir handeln in unseren Coachings Konten, die dann teilweise über 100.000, 200.000 Euro groß sind, wo wir hauptsächlich Future-Optionen umsetzen. Und die Frage ist eben, kann man denn das nicht auch in einem kleinen Konto umsetzen, wenn man da anstatt der nackten Optionen lieber vertikale Spreads nimmt? Und die Idee ist natürlich clever. Ja, also man sagt, Mensch, wie kann ich denn ein kleines Konto nach oben bringen? Geht denn das nicht auch? Und ich will euch heute mal ein bisschen ein paar Punkte zeigen, was man da einfach beachten sollte. Was ist ganz einfach der Unterschied zwischen einer nackten Option und einem vertikalen Spread? Ihr kennt das alle. Ich will es trotzdem nochmal an einem Beispiel hier kurz machen. Und zwar, wir nehmen uns mal einen Markt her, wie zum Beispiel Erdöl. Und angenommen, wir hätten jetzt eine bärische Meinung für Erdöl und würden sagen, okay, komm, jetzt verkaufen wir hier eine Call-Option. Ich mache euch mal ein Bild hier rein und da seht ihr hier, wir würden beispielsweise jetzt einen 64er Call verkaufen, Laufzeit um die 60 Tage etwa. Und wenn wir das machen würden, dann würden wir nach aktuellen Preisen für diese Call-Option ungefähr 150 Dollar bekommen, müssten eine Margin hinterlegen von etwa 3.000 Dollar. So weit, so gut, ist in einem großen Konto jetzt nicht so das Problem. Wenn du ein kleines Konto hast, 5.000, 6.000, 8.000 Dollar, dann ist das natürlich schon eine ganze Menge, wenn du da 3.000 Dollar hinterlegen musst. Und deswegen könntest du ja auf die Idee kommen und könntest sagen, na, mache ich doch nicht vielleicht lieber ein Spread. Und ich zeige euch mal hier das Bild 2 und da seht ihr, wenn man jetzt einfach noch einen Call dazu kaufen würde, der also weiter aus dem Geld liegt, gleiche Laufzeit, zum Beispiel jetzt hier den 67er Call, was würde dann passieren? Die einzunehmende Prämie würde sich ungefähr halbieren, also heißt, wir würden von 150 auf ungefähr 80 Dollar in etwa kommen, aber, und das ist jetzt der besondere Punkt, unsere Margin würde von 3.000 Dollar auf etwa 500 Dollar absinken. Und wenn man das hört, 150 Dollar zu 3.000 Dollar oder 80 Dollar zu 500, wird man im ersten Moment sagen, naja, rein rechnerisch macht es doch viel mehr Sinn, wenn ich lieber Spreads handle. Und es gibt eine Kenngröße, die heißt Return on Margin, also quasi Ergebnis oder Ertrag pro eingesetzter Margin. Dann muss man sagen, nach den nackten Zahlen, haben wir schon wieder das Nackte, dann ist tatsächlich so, dass der Spread besser ist als die nackte Option. Aber, und das ist jetzt hier das große Aber, das stimmt natürlich nicht ganz, weil man muss noch ein paar andere Punkte berücksichtigen. Punkt Nummer 1 ist, wie wird es denn sein mit den Gebühren? Könnt ihr euch alle ausrechnen? Doppelte Option, doppelte Gebühren. Ne? Jetzt können wir sagen, okay, das sind 2-3 Dollar mehr, das macht ja eigentlich nichts aus, weil ich könnte ja einfach ein paar Optionen verkaufen, komme dann auf einen viel höheren Ertrag. Okay, ne? Nichtsdestotrotz, es ist ein deutlicher Unterschied, ob ihr immer Spreads handelt oder ob ihr immer nackte Optionen handelt. So, der eigentliche Punkt, und das ist, glaube ich, der entscheidende, wo mir auch viele zustimmen werden, die schon länger dabei sind, ist, dass es einfach schwieriger ist, Spreads zu adjustieren. Ihr wisst, wir sind große Anhänger von Adjustierungen, von Rollen, quasi den Trade am Leben erhalten. Gab es jetzt auch mal gerade in der Gruppe ein paar Diskussionen, da mache ich vielleicht auch nochmal ein Video darüber. Aber für mich hat das enorm viel Performance gebracht in den letzten Jahren, dieses Adjustieren von Trades. Und jetzt ist es eben so, es ist sehr viel einfacher, eine einzeln geschriebene Option zu rollen, als einen Spread zu rollen. Weil theoretisch ist es ganz einfach. Ne? Du sagst, okay, dann kaufe ich eben den Spread zurück und eröffne ihn dann gleich wieder an einer anderen Stelle neu. In der Realität ist es aber oftmals so,
dadurch, dass die gekaufte Option, egal ob es jetzt ein Call ist oder ob es ein Put ist, weiter weg aus dem Geld ist, dass der sich eben nicht parallel zu der verkauften Option entwickelt. Das heißt, die eine Option kann sehr, sehr deutlich im Verlust sein und die andere Option hat gar nicht so viel dazu beigetragen. Und das heißt, es wird schwieriger beim Rollen. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Schaut euch mal an, ihr würdet einen Spread aufsetzen und dann geht ihr mal in den nächsten Monat oder übernächsten Monat sagt, wo müsste ich denn jetzt, um dasselbe Ergebnis zu bekommen, da jetzt hingehen? Und da werdet ihr feststellen, das ist gar nicht so einfach, was wir auch nicht vergessen dürfen. Wenn du dann zum Beispiel sagst, okay, jetzt mache ich, wir machen ja sehr häufig aus einer einzelnen Position ein Strangle. Wenn du jetzt ein Spread hast, was musst du dann daraus machen, damit du bei deiner Margin bleibst? Du musst einen Iron Condor machen, also oben einen Call Spread, unten einen Put Spread, dann hast du schon vierfache an Gebühren. Ne? Und wenn du das dann nochmal rollen wirst, dann macht es ganz schön was aus und gerade eben, weil ja die Fragestellung war, in einem kleinen Konto. So, und das sind so die Punkte, die eben unterschiedlich sind. Das heißt, ach nein, eins habe ich noch vergessen, Laufzeit. Laufzeit ist natürlich auch eine andere. Dadurch, dass du ja eine Option gekauft hast, wird es natürlich auch so sein, dass du eine viel längere Laufzeit hast, bis du die Optionen zurückkaufen kannst. Weil die gekaufte Option verringert deinen Zeitwertverfall und damit dauert es einfach länger. Pauschal würde ich sagen 50% längere Restlaufzeit. Das heißt, wenn du jetzt sagst, normalerweise kaufe ich meine Optionen nach 30 Tagen zurück, wird eben das wahrscheinlich mit einem Spread 45 Tage im Schnitt dauern. Ne? Nicht jeder einzelne Trade, aber im Schnitt ungefähr 50%. Vielleicht ein Punkt noch. Was ist wichtig, wenn man Spreads verkauft? Viele machen den Fehler und sagen, okay, ich will die gleiche Prämieneinnahme haben wie mit einer nackten Option und gehen dann näher an den Preis ran. Das heißt, im Future-Optionsbereich verkaufen wir in der Regel Delta 10 Optionen. Und wenn du jetzt einen Spread halt hast, dann gehen viele her und sagen, okay, dann verkaufe ich eben Short-Optionen beim Delta 20. Das ist aber zu nah dran. Ne? Das heißt, du musst dann schon auch beim Delta 10 bleiben und eben aus der Prämie quasi den darüberliegenden Put nehmen oder Call, den darüberliegenden Call oder den darunterliegenden Put nehmen, um das Ganze zu refinanzieren. Was ist also besser? Gibt es nicht. Es gibt nicht, das ist besser oder das ist besser, sondern es kommt wirklich darauf an, wie ist dein Konto und wie ist auch dein persönliches Empfinden. Ne? Es gibt sehr viele Händler, die größere Konten haben, die sagen, für mich macht es keinen Sinn, Spreads zu handeln. Ich persönlich handle auch sehr, sehr selten Spreads in meinen großen Konten und wenn, dann nutze ich eher mal den Kauf einer Option, um die Margin zu senken. Klassische Spreads zu handeln kann in einem kleinen Konto durchaus Sinn machen, weil man sagt, hey, das ist eine super Gelegenheit, ich finde gerade nichts anderes und da mache ich das Ganze mit. Ich würde dann allerdings eins machen, dass ich dann wirklich nur dann auf Spreads zurückgreifen würde, wenn die Volatilität entsprechend groß ist. Ihr wisst, wir verkaufen auch nackte Optionen in volatilitätsärmeren Situationen, wo wir halt wenig Geld bekommen, sehr weit weggehen. Wenn du dann noch einen Spread daraus machen willst, dann wird das lohnt sich dann nicht mehr. Ne? Wenn du super hohe Vola hast, dann macht das definitiv Sinn und dann kannst du das auch mit einem kleinen Konto machen. Wichtig ist bloß eins, man muss sich immer hinterfragen, warum will ich das machen? Geht mir es eventuell darum, die Performance zu sehr zu pushen? Also spielt ein bisschen Gier die Rolle? Ne? Oder ist es wirklich, weil ich vielleicht mit Futures ein besseres Gefühl habe? Also, ihr müsst für euch herausfinden, was besser ist. Ich habe am Anfang viele Spreads gehandelt, bin dann immer mehr zu nackten Optionen gekommen und handeln aktuell fast ausschließlich nackte Optionen. Heißt aber nicht, dass das der Königsweg wäre, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Händler, die sehr, sehr gerne Spreads handeln und das ist auch gut und richtig. Okay, jetzt bin ich auf eure Fragen gespannt, auf eure Kommentare. Schreibt mir mal rein, was macht ihr denn lieber? Handelt ihr lieber Spreads? Handelt ihr lieber nackte Optionen? Wenn ja, bei Aktien, bei Futures, wie auch immer. Oder setzt ihr es manchmal nur gelegentlich ein? Und wenn ja, in welchen Situationen? Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch, egal ob ihr naked am Markt unterwegs seid oder eben gedeckt, vertikal, viel Erfolg. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.